Naja, die, das sind ja dann Buttons auf dem Lenkrad, aber die sind ja, ich habe jetzt Bilder gesehen, ne? Von Lenkrädern im Internet, aber das sind die ja so weit in der Mitte. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit zum Beispiel Gas geben will auf so einem Button in der Mitte des Lenkrads und ich muss die ganze Zeit meinen Daumen ausstrecken dafür, dann ist das irgendwie komisch. Ich glaube, Grenadi macht das mit Pedalen, die aber nicht analog sind, sondern so instant, die Buttons. Ja, da will ich mich auch mal erkundigen bei den anderen, wie die es machen. Manche Lenkräder haben doch auch hinten dann auch so einen Hebel. Ja, die für die Schaltung, wenn man jetzt ein Racing-Spiel macht damit. Keine Ahnung, ich kenne mich eigentlich nicht so aus. Auch überlegt, ob man die Schalthebel und Wippen nutzen könnte. Eieiei. Aber ich ahne da einen kleinen Drift. Ich habe ihn gerade gut hinbekommen, aber das ist dann mit dem PS3-Pad doof. Lars, Ja. hast du Lust, eine RPG-Map zu testen nach dem TDC? Eine RPG-Map testen. Ja. Alles klar. Hast du die in der Competition oder Cloud oder? Ja, die ist auch noch nicht fertig, die Map, deswegen. Na, ich Und will es. jetzt heute und die nächsten Tage auch eine RPG-Map bauen, also ein Canyon. Ja, okay, Ich schätze mal, meine ja, ist klar. in TM1. TM1? Ja, auf Stadium. Für Dingenskirchen, ARC. Ja. Ah. Habe mich auch noch gefragt, ob ich da mitmachen Ja, solltest du. soll, aber. Ja, solltest du. Solltest du machen. Der Thema 1. Warum? Ja, hat man ja Zeit an sich. Wie lange kann man sich denn da noch anmelden? Ich war dann nur mal durch Server gejoint, aber hab dann geguckt. Ich denke, man hat da noch irgendwie bis zum Ende der ersten Hunting-Phase Zeit. Ich weiß nicht aus dem Kopf, ob es auch wirklich so lange noch möglich war. Solange es jetzt noch nicht vorbei ist, dann. Vorbei ist es noch nicht, aber ich kann es echt nicht sagen, nicht, dass es dann bald vorbei ist. Gute Map? ,125 Lars. Ja, bei mir waren es 1,8. Affi hat 1,111. Übrigens, dieser Random MX Cup, der hat schon mehrere Editions gehabt, oder? Das ist so ein wöchentliches Ding. Ja. Ja, ich bin jetzt nämlich auf Arbeit auf das Video von Yannex gestoßen. Der lädt das ja auch auf YouTube hoch. Und da habe ich da mal geschaut. Also, puh, das wird ein bisschen schwierig. Das sind ja so die Creme de la Creme, was Snowtrain Competitions angeht, fährt damit. Ja, yeah, das habe ich ja auch gesehen, ne? Also, letztes Mal war es ja irgendwie Gwen, Affi und noch Vulnera. einer. Ja, Bunera, genau. Das hört sich schwierig an. Aber ist ja auch ein Knockout dann und nicht nur Rounds. Ja, aber was da für Runden dabei waren. Da waren Runden dabei, da waren alle Fahrer innerhalb von 500stel. Und die Maps, die waren halt super kurz. Ja, das war dann ein bisschen schade. Ja, klingt interessant. Es waren jetzt halt nicht sehr, sehr große, lange Maps dabei. Das war also ein bisschen das Problem. Dachte, ich hätte jetzt eine gute Zeit gewonnen, aber diesmal war es schon wieder 1,8 Sekunden. Aber der Typ da vorne ist natürlich auch weit vorne, aber trotzdem. Übrigens hatte ich bei dem Belly Backwards, der Typ, der die Rekorde fuhr, den habe ich mal gefragt, ob er Steering Wheel nutzt.
Und er meinte, er nutzt ein Pad. Da habe ich ihn gefragt, ja, nutzt er denn dann DXC Week? Und er meinte, ja, ganz ohne ginge es nicht. Und da habe ich gesagt, aber dann offensichtlich keine wirklich extremen Einstellungen, weil Lars hatte da Schwierigkeiten, Speed aufzubauen, wenn er da zu extrem geht. Und dann, ich habe die Antwort nicht so ganz verstanden, weil das klang wieder so, als ob er jetzt nicht mehr DXT Week nutzt, aber ich schätze mal, er nutzt keine extremen Einstellungen, aber ein bisschen nutzt das wahrscheinlich. Hm. Aber es ist nicht Steering Wheel, das heißt, es ist theoretisch machbar. Ja. Ich meine, ich war ja auch schon mal fast 2 Sekunden vor meiner PB mal. Als ich es dann mit geringen Einstellungen probiert hatte. Und nur halt überleben. Also das, was ich gesehen hatte, die besten Erde habe ich jetzt nicht gesehen, aber da waren die nicht ideal gefahren. Sag mal, warum ist Levern eigentlich so gut in Dirt? Generell habe ich das Gefühl, dass RPG und Dirt irgendwie zusammen ist. Also Virtual, ne? RPG-Fahrer, gut in Dirt. Levern, RPG-Fahrer, gut in Dirt. Firestorm, könnte auch beides. Wo hast du einen Virtual gut in Dirt gesehen? Na, auf TMX hat er doch einen Haufen Rekorde mal gefahren. So bevor er mit Stream begonnen hat. Oder zu Beginn. Aha. So ein Haufen Classic Maps oder so. Ja, wenn ihr anschaut, was er für Nadeo-Strecken gehandelt hat zum Teil. Nadeo und. Ja, ja, gut, das ist ja was anderes. Die Maps, die Dirt Maps, die er da gefahren hat, das sind ja nicht richtige Dirt Maps. Ja, ja, klar. Aber er hatte halt auch Dirt. Aber er hat halt auch wirklich richtige TMX Classic Map Rekorde. Aus so Oldie Dirt Maps. Ja, zeig mir mal welche und dann gucken wir mal, ne? Kann natürlich auch sein, dass das halt sowas ist, was man dann lernt auf einer Map, aber dass das kein genereller Skill ist. Ne? Boah, ich meine, es gab ein Video wahrscheinlich, vielleicht auch von ihm selber. Ein paar seiner Rekorde. Man, warum sind die Leute alle so dicht zusammen in Dirt? Eine Zehntel zwischen den Top 5. Und warum ist Eis Dritter? Ich dachte, es ist ein Tech-Fahrer. Ja, erste? Das war jetzt, glaube ich, eine schlechte Runde. Eben wurden ja Punkt 7 oder so gefahren. Mhm. Und da war ja Abstand, also. War jetzt nur die Runde. Und ich habe gecrashed, sonst wäre ich eine halbe Sekunde vorne. Hm. Ja. Ja, aber auch wie in Kocho. Halt da in Rounds so dicht an seiner PB fährt. Bei TMO oder was? Ja. Nee, seine PB sind besser, aber die hat er offline gespielt. Er hat da letztens ein Video davon gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Ja, okay. Ich gedacht, halt, dass er so knapp ist am Online-WR. Ja. Ist definitiv schnell gefahren. Aber auf der einfachsten Map war er natürlich trotzdem noch dran an seinem Rekord. So wie auch Matt. Und da ist der Unterschied am wenigsten mit seinem Offline. Rekord. Ach, kann mich nicht ganz entscheiden, ob es jetzt auf Dirt sinnvoll ist, das PS3-Pad zu nutzen. Wahrscheinlich spielt es im Endeffekt kaum eine Rolle. Aber es würde dann wahrscheinlich am Ende dann ein bisschen besser sein, das gewohnte Pad zu nehmen. Ich weiß nicht. Ja, ich wechsle mein Pad.
Au. Hier und da ist es dann irgendwie komisch, wenn ich auf der rechten Seite bremsen muss, wenn ich so auf so einen Downhill zufahre oder so, wo man dann mal die Bremse betätigen müsste. Na Maurice, du warst jetzt die letzten beiden Tage arbeiten, ne? Ja. Hattest du denn das gesehen, was ich in dem Spreadsheet habe? Ja, kurz bevor ich heute gegangen bin. Und ja, ich hab's aber nicht ganz verstanden. Ja, schwierig, das effektiv zu nutzen, aber es ist halt einfach im Vergleich Part, sagen wir, 1 mit Part 3 oder so, und dann guckst du, passt der Start und das Ende von dem anderen perfekt zusammen. Andersherum, das Ende von dem einen und der Start von dem anderen. Achso. Hm. Und wenn das halt passt, dann ist die Zelle grün, wenn nicht, ist sie rot. Und ich habe da auch nochmal zusammengezählt von den einzelnen, ich habe das jetzt so gemacht, dass der die Summen zusammenzählt bei den einzelnen Zeilen und den Spalten. Weil da gibt es halt mehrere, die gibt es halt dann ganz viele, zum Beispiel Boden auf ja, Bodenhöhe, das ist halt das häufigste, haben wir 22 von, die da starten. Aber es gibt halt auch welche, die dann nur einen haben. Einen anderen Part, mit dem die passen, und die könnte man dann ja schon überlegen, zusammenzusetzen. Dafür das ist stimmt. Das an sich gedacht. Ja, das stimmt. Jetzt mit, wir haben halt im Moment da jetzt 100 Parts und deswegen, fast 100 Parts, und deswegen ist das ein bisschen unübersichtlich, weil, ne, 100 mal 100, da sind dann ein paar Zellen da voll. Das sind halt 10.000, die der da ausrechnet. Welcher PC rechnet das eigentlich? Irgendein Google-Rechner? Ja, Google-Sheet. Ich schätze mal, dass es dann automatisch auf den Servers dann mit einer gerechnet wird. Ah, bin da fast zu früh. Ja, ja. 0,977 Maus. Jetzt habe ich die 1,8. DNFs, ey. Krass. Ja, es sind keine richtigen DNFs. Wird nur angezeigt, so. Ja, das hat Axel eben reingeschrieben. Ach, Kai Junior ist auch hier sichtbar, ne? Gar nicht mal so langsam. Hm. Großer Preis. Ist ja dörr, ne? Was ist das denn hier für ein Downhill? Mhm. Eieiei. Letzte Kugel vergesse ich immer irgendwie. Die habe ich jetzt auch vergessen und verliere gegen Krim? Nee. Ja, ich weiß nicht, diese Strecke hier ist komisch. Das ist gut. Also ich habe gerade festgestellt, vor diesem Sprung nach dem Downhill in den Checkpoint rein, ne, auf das erhöhte Ding, ist wahrscheinlich ganz schlau, da nicht vorher hochzuschalten. Bevor man denn den Diagonalsprung macht. Ja, genau. Also ich habe jetzt eben hochgeschaltet und das hat sich nicht gut angefühlt. Weil du dann danach wieder schalten musstest und dann... Also ich dachte, weil der Sprung da vielleicht nicht mehr reicht. Nee, doch, du hast genügend Geschwindigkeit. Ja.
Will man da irgendwie Grip behalten bei dem Garnet? Ja! Irgendwie schon. Ah, und die? Das weiß ich auch noch nicht. Die Diagonaler kann man nicht rein, aber vielleicht für diesen? Ne. Crash halt jedes Mal die letzte Kurve, oder? Ist doch immer irgendwie enger als ich denke. Ja, dieser Kirula, auf den die Kamera ging. Der Holland. So ärgerlich, wie er da die ganze Zeit rumstruggelt. Oh, Table, hallo. Ah. Tolle Hupe. Weil den anderen Dinge probieren, ich bin voll gesprungen. Ich habe den Sprung gerade noch nicht mal mehr geschafft. Will man vor dem Sprung hochschalten? Also der hier? Der gerade. Nee, der gerade Aussprung. Keine Ahnung, ich habe da keine Geräusche. Und ich habe den Downhill bisher noch nicht wirklich gut bekommen. Also ich weiß nicht, wie man den nehmen soll. Also ich drücke eigentlich immer Vital und da taucht er nicht auf, aber ich drücke es vielleicht nicht so früh. Hm. Wahrscheinlich während dein Auto noch existiert. Ja. Ich probiere mal eine alternative Linie. Immer, alles da am Ende. Ja, ne. Gott, was ist das denn? Okay. Das war jetzt aus irgendeinem Grund ein bisschen schneller. War die Runde diesmal schlechter oder nee? Mein Run war schlecht, aber ich bin nur 13. hinten. Ich habe eigentlich einen Gear dann bekommen oder vielleicht dann aus Versehen nicht? Ach, wo denn? Da? Am Start. Nachdem dieser Doppel rechts und dann der Apfel. Und wo? In der Doppel rechts oder was? Ja, aber im Exit, meine ich. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich hab da nichts verloren. Aber diesmal hatte ich den Downhill. Okay. Dann war es wahrscheinlich das. Und einmal auch nicht am Ende gecrashed. Das hilft auch. Ach, das ist das hier von dem Bild. Oh ja. Ja, wenn er sich dachte. Jo. Oh je. Oh. Die Strecke hat ja Transitions. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Eine Transition. Oh.
Aber die Schikane am Ende, die wird, glaube ich, schwierig. Schikane am Ende? Ah, nee. Die ist ja extra so gebaut, damit du schön Grip behalten kannst bei der Transition von Dirt zu Road. Also du fährst ja dann in den Inneren einfach drüber. Wenn du verstehst? Nein. Okay. Ich meinte die allerletzte Schikane. Ja. Okay. Die 92 Grad Kurve, ne, aneinander. Ja. Ja. Da fährst du rechts über die Ecke drüber, damit dein Auto so ein bisschen. Ach so, die Ecke, ne? Ah, okay. Ja. Was ist das denn hier? Also du fährst über beide Ecken, ne? Ja. Ich fehle es immer wieder, den 89. Platz zu machen. Eben war ich schon mal 87. jetzt 86. Ich habe das Gefühl, in der Stallkurve hier kann man, glaube ich, außen fahren. Also ich bin jetzt rechts rein. Erstmal tief, aber ich denke, du kannst hoch und dann hast du mehr Speed für den ganzen Rest, weil das ist ja eine relativ gerade, lange Gerade. Ja, also bei dem Sprung fühlt mich auch dann richtig langsam. Ich probiere es mal. Marius, ich werde jetzt gebaitet, ich muss wieder respawnen. Ja. Und doch schon. Ja? Also außer der vorne hat gerade einen Fehler gemacht in dem Part. 89. Ah, okay. 90. Okay. Scheiße. Ja. 6000. Ah, alles kaputt. Ja, aber diese letzte Steilkurve da, meinst du, Feistum, das ist so, warum sollte man die nicht außen fahren? Also, ich hab's ja gleich im ersten Versuch außen gemacht. Ich fand das jetzt irgendwie rein, logisch. Rein. Ja, also hoch rein. Nicht tief rein. Ach so. Ja. Ich glaube, das habe ich auch von Anfang an gemacht. Dann ist okay. Ich denke, das ist besser so. Ich meine, wenn da nicht eine Gerade hinterher käme, dann würde ich die tief fahren. Oh, schöner Transition-Bug. Und hier ist ein Gear. Ich habe mich nicht verfahren. Natürlich auch eine Leistung. Okay, ich bin noch hochgeschaltet vor dem Checkpoint. Schau. Keine Ahnung. Vielleicht mal Autos an. Ich bin angeeckt.
Nimmt sich wohl doch nichts. Keine Ahnung, hat Riolo das gefällt? Ich glaube nicht. Weil ich hab jetzt, also ich hab die Linie eigentlich voll verkackt mit dem Außenrein, aber ich hab nur eine Zehntel auf ihn verloren. Naja, insgesamt, weil du verlierst natürlich, bis du in den Checkpoint bist. Ey, davor. Ich meinte den Checkpoint davor, hab ich geguckt. Ja, ich hab jetzt auch erstmal in dem Stall-Ding Checkpoint verloren. Und dann wieder gewonnen. Aber es kam aufs Gleiche raus. Ungefähr. Ich würde auf jeden Fall sagen, das kann man besser kriegen, als was Riolo da gerade gefahren hat. Ist nur die Frage, könnte Riolo das mit der Linie auch besser machen? Letztes Mal schon. Vergesst die Dammkurve da, ne? Ich glaube, das Hochschalten ist eine ganz, 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 ganz schlechte Idee. Ah, ein Platz in der Karl Junior. War schon. Morphio raus. Also da klappt das nicht ganz mit RPG und Dirt. Ja. Ich wollte gerade sagen, der ist ja nur 3,5 Sekunden hinten, aber das ist ja 3,5 Sekunden hinterm vorletzten quasi. Ich hatte einmal ja gefragt, Axel Alex, ob er es ändern kann. Dann hat er das einfach mitten im TTC geändert in den letzten Runden. Aber jetzt ist es immer wieder, jeden neuen TTC ist von Anfang an immer dieses System. Ich mag das System nicht. Es geht nach. Wo geht's denn hin am Start? Ach, da. Jetzt sehe ich. Hier nach rechts. Ah, toller Gang. Wegen irgendeinem Grund hat es hier länger geladen. Ich schätze mal Items oder so. Als ein. Oh, so ein U-Turn in der. Wallwide, das ist mal was anderes. Oh, der Gang, okay. Ich habe ihn auch gerade gehört, als. Es kam gerade zurück, der Sound. Wenn man den Downhill, glaube ich, gut erwischt, ist der Gang kein Problem. Müsste man da releasen? Oder? Nur diagonal springen, vielleicht Airbrake. Natürlich jetzt nicht hören, ob ich ihn gehabt habe oder nicht. So viel am Ende verloren. Okay, nette Kurve, Feuerstein.
nette Kurve fährst. Danke. Und deswegen war ich jetzt weiter weg von einer Sekunde. Ich hatte 0,97 und dachte, ah, das könnte ja klappen, aber dann war es im Ziel 1,3. Ich bin halt auch gesprungen bei der Transition. Ah. Okay. Ich bin schon wieder am Ende gesprungen und dann vom 7. auf den 14. Platz gefallen. Uff. Scheiße. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, diese Stahlkurve kann man unten fahren. So unten, unten. Was ist jetzt die Idee am Start? Diagonal springen, um dann hochzuschalten. Bevor man dann einlenken muss. Ja. Im letzten Checkpoint hatte ich plus 0,999. Im Ziel war es dann. Ja, was ist. Passt der 10. Wo fährt man da lang bei dieser Straßentransition da am Ende? Oder nicht zu springen? Ich denke. Na, erstmal. War bei, von der. Ja, nur auf der Straße und vom Dirt? Achso. Ja, ich fahre diagonal, also von ganz unten nach ganz oben, wenn überhaupt. Ganz oben, okay. Da war ich mir nicht sicher, ob so weit, ja, so weit fahren, ob das dann noch lohnt. Ich denke, es geht aber mehr darum, wann du hochschaltest. Also wie gut du den Downhill erwischst. Keine Ahnung. Wäre immer anders. Ah, okay. Was ist das für ein Vorsprung von ihm? Weiß nicht.
Und nicht so überzeugend bisher. Hat ja auch noch nicht angefangen. Die TC wirkt irgendwie schon lang. Weil jetzt schon gedacht, das wären 5 Maps gewesen. Wir sind auf jeden Fall wieder bei 1. Ja, das war gerade nicht. Schade, das kommt noch ein Map-Pack jetzt 5 Maps fährt. Ja, hab ich jetzt mal gerade mal dem PDC-Map-Pack, das wir bauen wollten, geguckt. Und da steht halt von vor 2 Wochen von Granadi. Mach ich dann morgen. Gar nichts. Tja. War Granadi der nächste? Also ich hatte ja meinen Part gebaut und den hatte ich persönlich jemandem geschickt. Ich glaube, das hier auch in die Gruppe geschickt. Und Ed Granadi geschrieben. Achso. Ja, gut. Ich bin raus. Wow, Alter, warum leckt das Spiel denn so? Alter, was? Lars ist immer so ein Unglück kommt selten allein. Bei einer Form hier, wenn ich sie noch, ich keine Ahnung, wie viele wir noch sind. 91. Ich bin 88. 4 fliegen raus. Hier. Muss noch ein. Aber am Ziel hat schon einer verkacken. Hab oder? Nie einen gesehen. Auch nicht. Das ist doch einfach. Na gut, immerhin kann ich jetzt. Aber das ist doch ein Witz. Ich muss echt glaube, vielleicht probiere ich einfach mal Items oder Title Packs oder irgendwo RB-Plays auszumisten irgendwie. Ich kann es ja einfach erstmal auf die externe Festplatte schieben. Ja. Ja, die ist auch voll. Eine neue kaufen. Einfach löschen, wie das einfach so löschen würde ich nie tun. Ja klar, hab ich auch noch nicht. Mit ausmisten meine ich ja wegtun in einen anderen Ordner. Dude, was geht denn da ab? Wie bin ich denn bitte da mit 1,5 Sekunden hinten? Da war doch vollends fehlerfrei die Runde. Also irgendwas verstehe ich gerade mit Dirk nicht. So. Grimm ist auf jeden Fall schnell gefahren. Wenn du doch wissen willst, wo du verlierst, dann kannst du einfach mal Interface anmachen. Oh,
Ich tauche hinten vielleicht mal auf. Ah, ne. Aber ja, da gerade in der Runde, wo ich da rausgeflogen bin, da ist halt dann so in kurzen Intervallen hat es halt extrem geleckt, dass ich nur so 3-4 FPS hatte oder so. Oder dann ging es wieder und dann wieder für so 1-2 Sekunden wieder lag. Da hatte ich dann so 4-5 Mal hintereinander und dann war es weg. Irgendwas, was im Hintergrund geladen hat oder so? Vielleicht. Aber das hatte ich halt direkt am Anfang bei dieser ersten Rechtskurve da, wo man da dann aus diesem Looping da rausfährt und dann bin ich halt über diese Kante drüber geflippt und dann bin ich auf dem Two-Wheeler gelandet. Ja, Rayola hat wohl seine Favorite Map. Ah. Ich denke, da geht noch mehr. Auf jeden Fall. Ich verstehe nicht, wie Dirt. Warum Dirt einfach für andere im Vergleich zu anderen Styles so viel einfacher ist. So dicht zusammen zu sein und. Ich war jetzt beim letzten Tech-TTC nicht dabei, aber ich habe ja gesehen, was da wieder passiert ist. Lars ist ja Siebter geworden, ich habe das dann gesehen. Irgendwie crashen die dann da auch in den letzten Runden. Das ist ja nicht nur da passiert, das passiert ja häufig in Tech. Und bei Dirt kommt dann schon sehr früh dieser Moment, wo einfach keiner mehr crasht. Und vor allen Dingen, dass die alle so schnell sind und so nah an den Top-Zeiten. Irgendwie wundert mich das. Sagst du nicht immer, dass in Dirt du immer gute Chancen hast, weil die ganzen Pros immer wegcrashen? Nee, sag ich nicht mehr. Das habe ich vielleicht mal vor 2-3 Jahren gesagt. Ich denke, das hast du vor 2 TTCs gesagt. Nee. Doch. Du bist ja nie hier. Lars, hilf mir mal. Was war? Was mache ich, das schon mal gesagt hat? Ja, dass die Leute im Dirt TTCs immer die Pros, die wegcrashen. Und das dann immer relativ einfach ist. Eigentlich in die Top 10 oder so zu kommen. Nein. Also die Pros, ja. Ja. Die Pros, ja, aber es geht ja um die anderen, die nicht Pros genau. Sind, dass die halt einfach so schnell sind, ne? Aber die Pros, ja. Die Pros crashen weg, aber das macht es nicht einfach, in die Top 10 zu kommen. Weil irgendwie die gesamte Community einfach vergleich viel besser fährt. Ha. Wer fällt denn dir da auf? Weil Riolo spielt ja dort. So ist es ja nicht. Ich mag ja jetzt nicht unbedingt Top 5. So.
dass Marius, wenn er gut durchkommt oder ich, dass wir dann irgendwie gerade mal Top 20 oder so sind. Oder Top 30. Ja, ich bin jetzt zum Beispiel 37. geworden. Ich hatte einen Geardown, okay. Aber das ist es auch gewesen. Der Rest der Runde war zum Beispiel ziemlich gut. So, auch der eine Sprung, der gerade Aussprung hat, war geklappt. Aber ich werde halt 37. Und vor allen Dingen auch mein Abstand jedes Mal. Das verstehe ich halt nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier auf Dirt so viel Abstand herbekomme und warum so ein Großteil von den anderen, die mitfahren, in Dirt weniger Probleme haben. Dass sie da näher dran sind. Dann ist halt einfach dein Level in Tech besser als dein Level in Dirt in TTCs. Und dann fällt dir das so auf. Naja, im Vergleich zu anderen ist das halt so. Aber mich wundert's, weil ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt denken, dass ich jetzt hier schlechter fahre. Hat vielleicht auch damit was zu tun, dass ja Dirt auch sehr momentumbasiert ist. Das heißt, wenn du eine Kurve savest, verlierst du auf dem Rest noch mehr. Ja, aber das trifft auch mal auf einigen Tech-Maps zu. Das hängt immer vom Stil ab, aber das nervt mich ja auch bei manchen Tech-TTCs, wenn man aus einer Kurve gut rauskommen muss, damit der Gang in der nächsten Kurve passt. Oder damit der Autoslide funktioniert. Oder. Das habe ich da ja auch oft. Da weiß ich noch, der eine United TTC, wo ich dann Dritter wurde hinter Hoa und Ryulu. Da kam auch Stadium im entscheidenden Moment. Aber diese Stadium-Map, die war so kacke für mich. Das war exakt genau die Bauweise an Tech, die mir gar nicht liegt. Weil da halt wirklich, man musste jede Kurve riskieren, ansonsten hatte man keine Chance mehr danach. Da bekam man dann immer die No-Slides anstelle der Auto-Slides, weil man einfach diesen Tick zu langsam war. Und das, weil man dann zu langsam war und es nicht gut nehmen konnte, sich mit irgendwelchen Neo-Slides retten musste, war dann halt automatisch die nächste Kurve dann auch scheiße. Weil man dann nie den exakten Speed, den man brauchte, hatte. Das war grausig, die Map. Habe ich zumindest so in Erinnerung als die schlimmste Map, die ich je in einem TTC gefahren bin. Und es hat dann im Ziel auch gleich über eine Sekunde und alles oder anderthalb Sekunden locker ausgemacht. Aber hier bin ich halt einfach so anderthalb Sekunden hinten, selbst mit einer guten Runde. Hältst du am Ende den Gang? Ne, jetzt war ich nur 80. Aber auf der Map eben waren die Abstände so. Auf der Map eben konntest du auch in der S-Kurve, ne? Gab's mehrere. Die bestand ja nur aus solchen Dingern. Nee, da war nur eine. Ja gut, ich habe jetzt mit S-Kurve halt dieses typische, dass man so links innen über das dunkle Dirt und dann die rechts oder umgedreht. Nee, ich meine die langgezogene, der Block. Ach so. Da konntest du ja auch hochschalten schon. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast. Weiß ich auch nicht. Uff. Okay, jetzt ist es nur eine halbe Sekunde und ich habe den Gang in der letzten Kurve nicht gehalten. Ja, guck. Aber 37. Loke. Eine halbe Sekunde. Ja. Hast du die Pros, die riskieren?
Mal Dunste. Hat wahrscheinlich einen besseren Local als du. Na, ich gehe davon aus. Pause, ich gehe auf Toilette. Alles klar. Lars? Ja? Willst du die Map jetzt schon testen? Dann kann ich die dir schicken. Ja, kannst du machen. Willst du dann auch kurz streamen? Über Discord oder so? Damit ich die volle... Wenn du das in... Wenn das in 5 Minuten klappt, ja. In was? Wenn das in den in der Pause klappt. Nee, ich hab danach einen zweiten Bildschirm. Okay. Ich meine, ich kenne ja die Map, ne? So, muss ja nicht immer jedes Mal hingucken. Also, was ich habe, sind 4,5 Minuten oder so. Ah, okay, so lang. Ja, die Maps sollen theoretisch 5 bis 7 Minuten lang sein. Trackmania United? Whoever hieß einfach Trackmania, ne? Fortnite. Was? Der Trackmania United Forever Fortnite Dokumente, der hieß einfach nur Trackmania, ne? Ja. Ja, auch gar keine Maps drin. Na gut. Aha. Ich ruf dich mal in Discord an, damit du dann irgendwie, ne? Ja. Warum kommt da kein Anrufsound? Wenn du in Discord schon bist, meine ich. Okay. Ja. Ihre erste Verbindung seit 19 Tagen. Warte, ich. Das ist geil. Ich höre mich, ich höre mich doppelt. Ach ja, klar, muss ich hier noch ausmachen. Warte, wo ist denn das? Ach, hier. So. Ja, besser. Okay, hier ist es irgendwie doch nicht. Was ist doch ein anderes? Wo hast du es reingetan? My Challenges. Aber da war auch gar kein, vielleicht ist dann doch der falsche Ordner. Trackmania, Tracks, Challenges. Ja. Oder ist es TM Forever? TM Forever? Es ist Dokumente Trackmania. Tracks. Challenges. Ach, die ist nicht validiert. Muss zum Ethi-Teufel. Ja. Aha. Aha! Aber ich denke mal, vielleicht ist das auch einfach TM2 dort, was mir nicht liegt. Habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass mir TMNF, wenn wir da ARC spielen und ich da die ARC-Maps hunte, da liegt mir dort einfach so viel besser. Oder ARC, wollte ich jetzt hier mal gucken. Da spielen aber halt auch nicht die ganzen Dirt-Pros aus TM2 mit, ne? Ja, aber trotzdem. Ich meine, in Race Hunts waren vielen Editions dabei und im Finale geben sie ja dann doch alle ihr Bestes. Bis 31.05. Okay. Da war ich immer mit dabei. Man braucht einen TMX-Account. Fuck. Hast du keinen? Wahrscheinlich habe ich einen. Oder? Schattenberechnen kannst du übrigens abbrechen, also. Kann man. Okay, ich habe einen. Tatsächlich. Warum dauert das auch eigentlich so lange?
Ein Ziel. Ja, setz mal ein Ziel, das ist schneller, als ja. nach oben zu scrollen. Fehlt natürlich Dekoration, das heißt, dein Pathfinding ist natürlich jetzt auch ein bisschen gechallenged, ne? Ja, ich habe mir schon gedacht, ins Loch. Ins Loch? Ui. Ja. Ah, okay. So, was haben wir hier? Achso, da darf ich mich nicht verfahren. Paul hat länger gebraucht. Paul? Ja, Paul. Paul? GN Paul. Ah. Wie hast du den denn erreicht? Er war beim letzten Knockout mit dabei. Wo du nicht dabei warst. Na toll. Konnte ich ihn ja gar nicht mit meinen schlechten Witzen ergötzen. Ja, arbeiten ist schon doof. Ah, ist ja schon live. Ist ja nur ein Warm-up jetzt schon. Oh. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mit der freien Kamera doch noch mal ein bisschen rumgehe. Ach. Ich muss wirklich konzentriert sein, damit ich da nicht nach links springe. Wieso willst du da nach links springen? Weil ich im Warm-up vorhin diese Kurve hier gesehen habe und gesehen habe, auf der Plattform geht's nach links. Und ich sehe da eine Plattform, also will ich nach links. Das steckt jetzt einfach drinne bei mir. Ich muss wirklich immer dagegen ankämpfen, damit ich das nicht mache. Ich habe da halt einfach nicht mitbekommen, dass es ja zwei Plattformen gibt. Direkt drauf? Ja. Jetzt mal. Das war der Safe-Weg. Oh, Sparkling ist eine 0,89 gefahren, ist damit natürlich safe. Heißt der nicht? Affi! Ich dachte, der wäre mit mir raus. Affi! Oh. DC? David Coulthard? Ah. Okay, so geht's auch. Ach, so ist nicht geplant? Nicht ganz, also das ist eigentlich, Bremsen auf deinen Vorderrädern. Ah. Bis du halt vorne bist. Wie guckst du denn Lars zu, über Discord oder? Ja. Aber gut, wenn das auch so klappt. Auf jeden Fall falsch. Oder war das richtig? Jetzt hab ich geguckt! Oh Gott. Erstmal Full Stop in the Pole rein. Danke, Lars! Ja, tut mir leid. Also, ich hab das ehrlich gesagt kaum sehen, weil. Alles gut, ich bin. Letzter. ich bin drin, alles gut. Gerade bist du noch richtig. Ja, ist das hier ein Cut? So? Ja. Aber es ist etwas schwieriger. Ja, Dekoration kommt. TAE. Ja, ich meine, das könnte man natürlich als Sparkling wieder orange Vader machen. Aber wäre blöd, dadurch das Triangle durchspringen zu müssen. Ja. Oh. Das sieht ganz schlecht aus. Soll ich dich durchlassen? Nee. Ja, passt schon. Bin zwar dann wieder. Oh. Jetzt ist Sparkling ausgeschieden. Uff. Uff. Uff.
Auch kein A. Ach, yep. Soll ich... Ah, okay, verstehe. Paul hat das auch erstmal verwirrt. Achso, ich hab den Pfeil zu viel gesehen. Ja. Einziger Grund, warum man da nicht gerade springt, ist, weil es schöner aussieht. Okay, also wenn das jetzt nicht nah dran gewesen wäre an den anderen, dann hätte ich auch nicht mehr weitergewusst. Eis ist raus und Astronaut. Das ist tricky. Ja. Den schaffst du wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Doch. Okay. Ja, Schilder, Dekoration, da geht's übrigens nicht lang. Ja. Jetzt auch. Also, das ist ja auch falsch, das ist ja vom Schild von dem anderen Part. Ach, da. Ein paar Schilder hast du immer hingesetzt, sonst wäre es echt schwierig. Ja, ja, klar. Also. Aber das ist auch ja die Sache mit RPG und Schildern. Aber es ist ja AEC-RPG, also. Mal sehen, ob du das hier rauskriegst. Wäre wahrscheinlich einfach, wenn ich in Kamera 7 gucken würde. Vielleicht einfach, das ist wahrscheinlich kein Problem. Einfach weiterspringen. Gucken, wo ich lande. Pulse Call. Ascent Coach, Exalt, ja. Man kann auf den Rädern landen. Ja. Ich werde das 17. noch punkten. Oh. Weil vor Firestorm, schätze ich mal. Wo bin ich denn? 24. Ja, ich hatte ja die eine Runde mit dem Fullstop. Eben. Beendet? Oh, da fehlt eine Rampe. Scheiße, ich hab dir die falsche Vision geschickt. Jetzt da hochspringen. Oh. Ja, setze mal eine flache Rampe hin. Ja. Wo ist die? Schon gefunden. Nee, andere Richtung. Nach vorne, also hin zur Plattform. Ja, das wäre jetzt auch echt schwer gewesen. TM1 und der Editor, also manchmal, der laggt bei mir und wenn ich lösche, dann löscht er manchmal zwei Sachen auf einmal und so. Und dann passiert sowas. Ist hier ein Band of Cut? Ich kann gerade nicht gucken. Ja, ist. Ich werde die wahrscheinlich noch mal anbauen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich gleich nochmal fahre, dass du dann warten, bis hier im Prinzip vorbei ist, wenn du danach noch Zeit hast. Ja. Was schaltest du denn hoch auf der letzten Geraden? Gerade gar nicht, weil ich vorher gecrashed bin im Downhill. Nee, aber normalerweise schaffst du das vor dem Uphill auf der Straße schon hochzuschalten? Ja, das ist eigentlich der Plan. Also du kannst
schon vor der Transition von Road zu auf die Road rauf, kannst du schon hochschalten. Aber auch auf dem Uphill. Also ich denke beides, es nimmt sich nicht viel. Bei mir hat er auf dem Uphill gewollt, aber konnte dann nicht, weil er Geschwindigkeit ein bisschen verloren hat. Ja, einfach mal den letzten Downhill da riskieren. Dann schalte ich aus. Das Ding ist ja, ich habe ja in 15 Jahren Trackmania nie gelernt, wie man diese Downhills genau fährt. Wenn ich mich erinnere an dieses eine Endurance-Rennen da, wo wir beide mit wem waren wir da zusammen? Ich weiß, dass wir ja mit Aurel und... Das war was mit S. S? Ja, aber nicht Shadow, aber was... Nee, Snowman. Mit Snowman. Wohl mit Snowman. Ach, auf Dirt. Ja. Die Map hatte ja einen Haufen von diesen Downhill-Kurven dann auch noch super wichtige. Da hatte ich ja komplett in die Röhre geguckt. Auf die lange Pausengerade da, ne? Oh ja. Fehlte dann der Speed dann für 10 Sekunden oder 15. Es geht mir wie Lars. Ich verliere auf der letzten Gerade beim einfach nur Gas geben 4/10. Uff. Jetzt ist dann einfach der Downhill. Du bist gleich auch schon am Ende, Lars. Hm. Ich hätte mal das Transitions und so da aufgerichtet. Ich habe kurz fast den Start verpasst. Das war keine gute Kurve. Wie viel seid ihr denn noch? 38. Ja, aber du bist ja die jetzt einmal ganz gefahren, ne? Hm. Ja, wirkte gut. Bitte Spaß zu fahren. Lars, 1,022. Ah. Oh, fährst du uns näher? Ah, 1,018, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wahrscheinlich nicht, weil du halt noch keinen guten Run hattest, aber ich habe versucht, bei jeder Minute ungefähr dann halt einen größeren Trick einzubauen. Und den du gerade eben gesehen hast, der kommt noch, theoretisch. Das ist das hier oder was? Ich kann gerade nicht gucken. Okay, ja, das ist schon. Okay. Tommy. Ja, fast. Und so und dann halt loslassen am Ende. Ja, genau. Also du kannst auch schon, du musst gar nicht so weit, aber kannst fast senkrecht, also orthogonal beziehungsweise. Ne? Ja. Du weißt, was ich meine. Bin wieder 17. geworden nach Punkten. Ja. Hallo Rioter, was ist die PB von Lars auf der neuen Trial jetzt? Ich weiß nicht, ob das die letzten zwei Tage nochmal gefahren ist. Mein Kenntnisstand ist 26 Minuten. 21 Minuten. Oh. Aber das ist die neue Trial, nicht die alte Trial. Achso, es gibt eine ganz neue. Seitdem ich das da gestreamt hatte, hatte ich die noch nicht gefahren.
Hat Quentin dich dann auch nie geschlagen oder was? Mal gucken. Also er hat dich nicht angeschrieben, dann wahrscheinlich nicht. Oh scheiße, ich bin raus. Ich bin so raus. Jetzt auf jeden Fall. Ja, yeah, bester des Teamspeaks. Ach Gott, ey. Das war so traurig. Jetzt kann ich auch einfach ausschalten. Ziel erreicht. Dann kann ich ja jetzt noch einen Run fahren. Ja, genau. Es war vielleicht keine so schlaue Idee, dir die Map schon zu schicken, aber. Ja, ich mir halt auch gedacht. Es ist wild. Halb so wild. Auf nice Stille, Mann. Ich dachte schon, es wäre gecrashed. War nicht schön. Ja, was ist meine Musik? Ah, jetzt. War gut. Oh, Lars, 0,997. Alter. Ja, da kann ich nicht mithalten. Okay, jetzt. Ja. Aber ich brauchte jetzt, glaube ich, so um die 9 Minuten fürs 2. Ist ja. Zwei Knockouts bis 15 Spieler, das ist auch neu irgendwie. Das war entweder bis Top 10 oder bis Top 20. Aber 15. Ja. Du brauchst die noch nicht so richtig zu handeln, ne? Ja, ja. Jetzt so ähnlich treffen wie mein First Ball. Ach so. Aber immer wenn man nicht eine Map zu handeln, dann merkt man halt eher Probleme oder was man ändern könnte. Ja, genug was zu machen. Komm. Oh, wahrscheinlich. Direkt die Backbone rein. Genau. Hier brauchst du auf jeden Fall ein Schild. Ja, klar. Hier kriegst du auch. Die Quarterpipe da, die hat mich ein bisschen verwirrt. Ich dachte, die müssen wir vielleicht irgendwo mal benutzen, aber. Die benutzt du doch. Benutzt man doch? Ja, das ist die vom Start. Vom ganzen Start. Ach, vom Start. Ah. Oh. Kriegst du mehr vom Booster? Ja, das ist mir auch schon oft genug passiert. Okay, ich meine, man. Ein bisschen überrascht. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Das war ein bisschen zu spät, aber. Ja, da ich noch nicht so richtig viel hingekommen. Man lenkt da, ne? Einfach nur Bremse halt. Nur Bremse. Aber du musst halt gerade. Also. Am besten nicht über die Mitte, weil dann kriegst du einen Bug. Ja. Yeah. Ja, und dann bremsen und dann gedrückt halten und dann. Ja, ich hab's fast probiert, gut aus dem Ding. Ja. Ja. Kann ich hier. Den gelb hat. Ja. Nur runter, aber auch. Ja, es ist halt schwierig. In TM1 ohne Blockmix. Ach, du gehst ganz nicht. Ja, viele unterschiedliche Parts zu bauen. Ist schon ganz gut so. Also, die meisten RPGs sind deutlich langweiliger. Ja. Darf ich das? Nein. Aber der Lever und der gewinnt hier eine Runde nach der anderen. Das ist doch nicht normal. Der ist mir letztens auch irgendwo auf.
Ach, beim G4S. Genau. Und beim Fast Learner Cup auch. Kann man das machen? Ich glaube schon. Ich hab's getestet. Hab's. Also auf jeden Fall geplant. So. Ja, genau. Da der Landebug ist natürlich auch immer nice. Oh. Wollt zuerst links, dann doch rechts, dann nochmal links, dann. Nee. Das ist halt ein Schein jetzt, der war nicht. Halt. Hier war ich zuerst probiert. Ich wollte dann nach links springen. Wie bin ich denn? Zu dem Part da, dieser Special Part da, wollte ich schon zweimal im Platz 2 hin. Ich hatte das hier ja so perfekt im Platz 2. Als ich es dann gesehen habe. Ich darf mir halt doch echt keinen Fehler erlauben, weil ich bin ja ohne Fehler schon über eine Sekunde hinten auf der Map. Das ist richtig. Weißt du? Das wollte ich auch machen, ja. Oh. Ja, da ist eine Lücke. Mit genug Speed kannst du direkt unten landen. Und ja. Das andere ist halt respawn. Da kann ich auch ein bisschen Inspiration von der Map hier ziehen, für die Map, die ich dann bauen möchte. Und das so machen. Obwohl, ne, was ich bauen würde, wäre auch noch ein bisschen anders. Auch in der Competition würde ich eine Pinion-Up-G-Map bauen. Hm. Uff. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch. Ich habe mich mit dem Ende gerettet, habe ich das Gefühl. Ah, es hat wohl auch mit dem Schlechten gereicht. Die Runde war kacke. Okay. Soll ich dir hier sagen, wie das geht, oder? Ja. Alley-oop. Was ist dein Alley-oop? Kommt jetzt. Und wenn wir das vorschalten. Also so mit vollen? Immer weiter steuern. Okay. Und das Ding halt nicht erwischen. Ja. Bisschen eng hier. Auch dieser erste Sprung hier. Willst du den weiter machen oder? Eigentlich nicht. Mal gucken. Also die meisten Poles sind nur da, weil wäre die Map denn hier irgendwie für Finale geplant oder so? Keine Ahnung. Also für die erste Runde schon mal nicht, weil die Maps sind schon gepickt. Hm. Von daher. Wurdest du da dann gefragt, eine Map zu bauen? Nee. Ich habe einfach das gesehen und hatte Bock drauf. Nicht ganz. Ich glaube, bei mir irgendwie besser. Das ist aber krass, wie viele Webfires du einfach so baut. Und wir sitzen da, wenn die Paco Monate. Ja gut, der ist auch ein bisschen größere Map. Ich meine, die ist auch ein bisschen länger als die hier. Das hat unglaublicherweise so gut geklappt dafür, ja, dass du die Unterseite erwischt hast, aber genauso sollte es aussehen. Das war auf jeden Fall schwierig, gut zu treffen. Wann besser? Ja, gut, hab ich. Okay. Ja, hier wird der. Uff. Hier macht man dann wahrscheinlich irgendwie sowas. Clever. Nicht nach Plan. Hast du den Checkpoint überhaupt erwischt? Levon war jetzt lucky. Oh. Ja, go Marius. Jetzt wo ich raus bin, hast du ja alle Chance zu gewinnen. Ja, ne? Die Pro-Spieler, die fliegen immer schnell raus. Ja. Ach ja.
Ja, ach, ja, das ist nicht geplant, natürlich. Weil du sollst ja im Downhill landen. Ja, eigentlich war cool, Priolo gegen Firestorm im Finale im Dirt. Ja, ich hab mich ablenken lassen. Wenn ich jetzt gegen Riolo ins Finale käme, dann wäre das wahrscheinlich so ein Finale, wie ich mir das Valley-Finale vorstelle. Riolo ist raus. Ja. Ah, das hier muss doch in Burum 5 landen. Uff. Ja, das ist nix. Bei diesem Part ist es schwierig, schnell zu reagieren, weil man sich nicht merkt. Uff. Bonus ist. Oh. Ich glaube, ich war jetzt genau zwischen zu schnell und zu langsam. Ne? Wenn du schnell bist, kommst du da direkt rüber? Ja, genau. Ja, und wenn du langsam bist, dann ist halt die Plattform nicht auf die Sache. Ja. Ja, das hat man vor. Top 15. Nice. Oh, netter Bug. Mhm. Ich habe ein paar Bugs in diesem Run hier bekommen. Ja, ist halt TMNF, ne? Ja, schön. Hätte ja nett gefunden, wenn diese Competition einfach ein TM2 wäre, dann würde ich sie auf jeden Fall mitfahren. Jo, Fail in 9. Thanks for the raid. Hello, Mates. Oh. Hello, Umbers. Oh, ach, da ist ein Indus, ja. Was? Hatte ich das eben fertig gefragt? Ich glaube nicht. Wonach tust du genau? Wenn ich alles Mögliche. Sage, also, was Gutes, was Schlechtes. Bin offen für alles. Paul hat zum Beispiel die Anmerkung gemacht, dass bei diesem LEU-Trick ich die Landezone erweitern sollte, weil die war vorher nur ein Block lang. Jetzt ist sie zwei Blöcke lang. Das will ich nochmal ein bisschen. Also, das wäre noch nicht ganz perfekt. Ja, kannst du auch direkt reinspringen, ne? So wie der, so wie das Schild zeigt, genau. Falls du, du willst wohl Map mit der Geld gewinnen. Klar! Ja. Geld mit der Map gewinnen, ja. Ja. Nein, also ich bin bei RPG, netter Cut. Bei RPG bin ich mir, ich habe ja vorher noch nie wirklich. Was, Lars? Ja, es war Lars. Mhm. Ja, aber bei RPG bin ich mir ja nicht komplett sicher. Ich mute mich mal hier. Little Bugs. Good ending, it seems like. But super close, look that! 11th place is 0.66 behind. Holy moly, Levon is out. So one guy out that usually would be even in front of me.
Aegeus out, this time I'm in front of him. And now we have the typical Dirt situation, Dirt TTC situation. The rounds are so incredibly close. One mistake, one gear down, you're out. Because most likely it happens in the wrong moment. In the wrong round. Yannick's out. This ending, holy. I made it into the top 10, so the answer to the title is yes. But yeah, every round is now, I have to drive close to my limit. I just don't understand how I could find this usual half a second or even a bit more that is missing. So here the ending, I lose half a second alone in the last corner. So I'm never safe. Cool thing is I hear my gears in the start. Wow, only half a second. Caught Junior first. Interesting. Ah, last. Not last. 500s, I thought we are 8. Man, you saw, I was 6th and then I lost it again, the endings. So weird.
good ending this time. GG Trolley. Dude, the others are so fast. Look at that, plus 4-0-0, 4-0-1 and 4-0-6. What the fuck? No, that's such a good run. I drive my PB here. And like every turn felt my personal optimum. I have really no idea where I lose 3/10. I mean, that's not even close. 3/10. The whole round was so good. But yeah, now I'm basically, I went pretty far. There are only really good drivers left, and many of them are also dirt drivers. Dirt drivers are very good all-rounders. Oh, we have a mistake. By, ooh, maybe the biggest favorite here, by Kocho. A big mistake by Kocho, ayayay. He is out with that. He really needs someone else to make a mistake, otherwise Kocho is out here. And yeah, do you see how good they drive? They are so close together, all four. As if dirt is the easiest style in Trackmania. Just watch that. They are inside of each other almost. One mistake by Kocho and no chance to come back from that. On this map I was quite slow. I would have had no chance here. I mean, Kocho, of course, beatable with this time now, but when the others are continuing to drive rounds like this. But probably, I mean, they also know they have to risk it now, so crashes are quite easily quite common to happen now. Let's have a look at Nexo. He's going very far outside. He avoids the dark dirt. And this is actually very good. Wow, he's in the lead. What a start by Nexo. Let's go back. We have here the fight between Dunster and Dysrod currently. But they are also close to Carl Jr. Nexo with his start still far in the lead at the moment. Now this very difficult downhill. And Carl Jr. takes very good, overtakes Dysrod with that. Dysrod also with a very bad gear right here. And you see how much he instantly loses. Nexo with a good start, now not the best ending. The others come closer, but Dysrod seems to go out. And what a round this is. Very nice last turn by Dysrod, but not enough to get through here. Good round. So,
Will Carl Jr. actually take the victory? I mean, we only have one real dirt driver in it, and that's this also more of an all-rounder. But I would say Nexo and Carl Jr. are not really coming from dirt. So, pretty good job by them. But of course, both counting to the best players as well. Nexo, however, this time with a not so good start, touches the wall. Dunster, however, struggling a little bit, went too early into the corner, touched the dark dirt in the inside. And this gives Nexo the chance to come back, and Carl Jr. loses here some speed because Nexo and Dunster both are risking it a lot. So this round is not over. Wow, Nexo touching the wall, but it's still not over for him. He does not have the best angle though, but against Dunster it's still possible. Last turn. Nexo with the risk, and he makes it! Wow, what is this? And also Dunster, the next dirt player out, and we have a final in the Dirt TTC between Carl Jr. and Nexo. Who would have thought? But what a route by Nexo. He crashed at the start, he crashed in the end, and the rest was driven so fast that he still made it. We have the final. Carl Jr. could actually win a Dirt TTC, and he's experienced enough to drive a decent run right now. Will Nexo be able to contest that? Nexo with his different approach, again having a lot of speed, but he goes a bit far, has to maybe slightly release. That leaves Carl Jr. even with Nexo. Carl Jr. with a great uphill corner here, goes into the lead. Also this chicane was better, now Nexo really needs to push it. He did last round, but Carl Jr. without doing the extra jump keeps some good speed, and this downhill was super good by Carl Jr. like already in another round, and this is a very good lead to work with. 2700, Carl Jr. on his way to win the Dirt TTC. Only one turn remaining, and this is a very very good run by him. He survives a GG to Carl Jr. 1300 in the finish. Yeah, GG Trulé was a good performance. We both made it into the top 8. That's pretty good. I'm also happy with my performance. I'm just unhappy that no matter what I do, I can't really contest the win here. In every other TTC, I have the hope, yeah, people might crash or I can survive. But here, it was at some point, it was obvious that there was just nothing I could have done also in these last rounds. They were also consistent and fast. Basically no chance.